Läuft schon. Läuft schon. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Vlog. Und herzlich willkommen in welcher Stadt? Barcelona. Buenas tardes. Wir starten den Tag mit Kaffee, leckerem Gebäck. Ich werde euch heute ein bisschen mitnehmen. Wir essen uns durch Barcelona, morgen auch. Behind the scenes. Viel Spaß in diesem Video. Gut. Dass Barcelona als letzte Station kam, ist irgendwie auch sehr passend. Warum ist es trotzdem so gut, dass es die letzte Station ist? Weil es für mich persönlich ein Highlight ist. Mhm. Finale so mäßig. Genau. Und weil wir hier auch einfach mal so richtig die Sau rauslassen werden. Das auch. Und weil wir hier fast im T-Shirt rumlaufen können. Wir haben es, wie viel Uhr ist es? Weiß jemand? 11 Uhr. Und Lukas trägt schon seine Jacke in der Hand. Das heißt, heute wird die Jacke den ganzen Tag über dem Arm hängen. Rechter Arm Sonnenbrand, linker Arm weiß. Bei der Serie ist es erstmal wirklich so, dass wir so komplett verkabelt sind. Problem an der ganzen Sache ist, Randy ist so ein Typ, er labert eigentlich durchgehend sobald er denkt, dass die Kamera aus ist. Egal wie weit die Kamera weg ist, das nimmt auf. Das heißt, sehr viele Outtakes, sehr viele Intakes, die du eigentlich nicht willst, dass sie reinkommen. Genau. Wie wenn du deine Kinder so im Kindergarten ähnlich, gehst, oder? Ähnlich, ja. Dann macht er nur so eine Schokolade. Okay, da musst du aber viel. Weißt du, wo wir jetzt hingehen? Pagül. Ja. Weißt du, wo der ist? Da ganz oben. Nein! Ich warte hier, braucht mich eh nicht, oder? Boah, das sieht so nach FIFA Street aus. Für alle, die jetzt dachten, wir haben es geschafft, diesen ganzen Weg hier hoch. Das ist crazy. Jetzt kommt nochmal der anstrengende Part. So während dem Gehen zu essen ist anstrengend. Hält mich aber trotzdem nicht davon ab. Was ist da aber für eine Creme drin? Ich hatte Angst, dass Apfel ist, deswegen wollte ich nicht. 20 Minuten später. Warte, hier. Wir sind jetzt zum Sold-Out-Schild gelaufen und gehen jetzt wieder runter. Vielleicht haben wir das irgendwie noch über... Get your guide. Dieser Park ist einfach Sold-Out bis Sonntag, Leute. Das ist ein Park. Ja, wie kann ein Park Sold-Out gehen? Das park ich nicht. Das Wind habe ich drin. So diese ganzen Leute, wenn die alle kein Online-Ticket haben, die werden jetzt da schön hochwandern, da oben mit Puls 140 ankommen und dann Puls 180 haben, weil es sold out ist. Hey guys, it's sold out. Sold out. You can't enter. If you have online tickets, you can enter. If not, sold out. You don't believe me, right? Der glaubt mir nicht. Eine Stunde später. Um was handelt es sich hier? Sagrada Familia, Kirche vom Gaudi. Seit 150 Jahren oder so bauen sie dran, ist immer noch nicht fertig. Boah, ist fast wie der Berliner Flughafen. Ich bin wirklich sehr schwer zu begeistern mit krassen Gebäuden oder Architektur. Ich muss aber ehrlich sagen, das Ding flashy. Weil es einfach so gefühlt so einfach 30% so groß ist, oder? Ja. Ist einfach so, ja. Einfach so groß. Dance von. Ein Kickflip. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. So, was ist für dich so der größte Unterschied, wenn wir alleine drehen und mit, also eine Serie so gesagt mit Kameramännern? Es ist wesentlich entspannter, oder? Wir drehen hier die Serie auf 2 Tage meistens. Das heißt, wir fangen manchmal nur an mit erstmal Sightseeing und sowas. Das muss ein bisschen gebastelt werden, weil mit einer großen Kamera ist es ein bisschen... Wir machen das manchmal, also nicht spontaner, aber wir flashen die Restaurants. Wir kündigen uns nicht an. Was auch seine Vorteile hat, aber zum Beispiel jetzt sind wir seit 4 Stunden unterwegs und haben noch nichts gegessen wirklich, außer ein kleines Frühstück. Was probieren wir jetzt hier? Garum. Das ist die römische Würzsauce. Damals hat man im alten Rom hat man damit gewürzt. Fisch. Okay, ich weiß nicht, was mich jetzt hier erwartet. Exakt. Ängstlich Magi ist. Ich wollte eh vorher sagen, das ist Magi, das ist das perfekte Beispiel dafür. Kurz zur Erklärung für euch nochmal, Leute. Das werdet ihr alles in der Serie sehen, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ein Tropfen von dies, also ein Mini-Tropfen, wie viel Geschmack, wie viel Power da drin steckt. Cheers. Schönes Bier auch aussieht, oder? Ja. Das ist nicht Acai, ist zu herb. Lukas, du weißt, was du am besten kannst. Erklär ganz schnell für die Zuschauer, was wir hier haben. Dry-aged meat. Ich glaube, Olivenöl, schwarzen Pfeffer und jüdische Artischocke.
Ich weiß nicht, wie ihr das da draußen seht, ja Leute, aber ich liebe es, wenn ich in ein Restaurant reingehe und einfach das Gefühl habe, der Koch möchte mich verwöhnen. Du magst vom Koch verwöhnt zu werden. Kabeljau Eier fermentiert. Interessante Textur, schmeckt wie Parmesan fast. Was sagen wir dazu eigentlich? Mustafas Gemüsekebab hat einfach in München zugemacht und sich gedacht, ich gehe jetzt nach Barcelona. Wanna throw some gang signs? TBG, the Good Burger, Barcelona, ein Patty, Käse, zwei Tomaten, Salat und eine, was für eine Soße wird das sein? Ein Size-Shake-Shake. Ey! Was gut ist, da geht noch was, aber der Burger ist Hammer. Nur ein bisschen zu wenig Käse. Zu wenig Käse? Ich würde ihm eine 8 geben. 7? 7. Okay. Ich habe einen Cheeseburger bestellt, das Käse macht. Okay, das ist ein Argument. 7,9. Ich sage euch nochmal ganz ehrlich, Leute, da draußen war es windig, aber dieser Burger, der ist gut. Kann man mitarbeiten, kann man sich nochmal holen. Mir gefällt es, dass das Fleisch so durchkommt. Das Argument mit dem Käse, ja, der Käse geht ein bisschen unter, das stimmt. Es ist zu wenig Käse und das Patty ist schon fast zu dick. Bei dieser Dicke an Patty muss man es eigentlich medium braten. Trotzdem, wenn ihr in Barcelona seid und einen Burger sucht, ihr werdet glücklich. Was sagt Benny zu seinem Burger? Was hast du für einen Pulled Pork Barbecue? Ja, schon Fan der liebe Barbecue-Soße. Bist du Barbecue-Soßen-Fan? Ja, wahrscheinlich, oder? Krass. Mmh. Das ist wie McDonalds. Die ticken besser, weil die noch ein bisschen mehr Salz haben. Richtig geil Salz. Kennt ihr diesen Meme, wo die so kochen und er sagt, und jetzt ein bisschen mehr Salz? Aber er meint mehr Salz. Dann macht sie Salz, also mehr Salz. Mehr Salz. Was würde ich sagen, ist lustig oder nicht? Geht, oder? Wer den Witz macht, gell? Mhm. Danke. Genieß dein Bier. Ihr lasst mal ein dickes Like und einen dicken Kommentar da, weil es ist nicht so, dass wir hier gerade den ganzen Tag eine Foodtour drehen und trotzdem mal wieder für euch einen Burger getestet haben. Wir müssen essen und dann in unserer Pause müssen wir noch mehr essen. Uns geht's so schlecht. Ich würde fast sagen, dass Lukas und Randy auf jeden Fall so zwei Starbucks-Chicas sind. Ich bin gerne eine Starbucks-Chica. Was sagt ihr jetzt zu Lukas seinem Haarschnitt? Ich sage ehrlich, 10 von 10 heute. Das ist der Haarschnitt, den du behalten musst für immer. Irgendwann langweilt dich jeder Haarschnitt. Nein, nein, nein. I'ma get bored, I need to switch up things. Wein habe ich mal heute gewählt. Was sagen wir? Ist geil. Benny enjoyed die Aussicht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das im Vlog kann, aber der filmt auf jeden Fall nicht die Küche. Wir haben dich erwischt, mein Freund. Wie testet man Wein richtig? Wenn man ein Glas bekommt? Farbe betrachten. Das heißt, wie? Schaut er aus. Was macht er im Glas für den Eindruck dabei? Aha. Dann kommt die Geruchsprobe. Aha. Dann kleiner Schluck. Bisschen Luft dazu ist auch immer ganz wichtig. Bisschen Luft einatmen. Und dann schmecken. War fast perfekt, fast. Ist doch die Geruchsprobe her. Genau. Da muss er auf jeden Fall so. Die Nase muss rein ins Glas. Wenn du den Wein anschaust, weißer Hintergrund. Immer auf weißem Hintergrund, ja. Voll Lukas sein Shirt. Genau, egal was, Hauptsache weiß. Eine Minute, 37 Sekunden später. Das Coole ist ja, Benny kann uns die ganze Zeit hören über die Kopfhörer. Jetzt zeige ich euch mal was. Benny, schau mal hinter die hübsche Frau. Zu late, ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Ich sollte eigentlich vorbeilaufen, richtig? Richtig. Garde. Diesen 3,5 von 5 Sterne Laden bei dir ums Hotel. Ich dachte, das hier ist ein Wasser, Leute. Das ist einfach Sprite ohne Kohlensäure. Eine dezente 7 von 10. Nein. Der hat so eine Krawatte. So nice. Das ist, wenn Kameramann gleichzeitig auf Baustelle ist.